Hallo zusammen, heute machen wir diese unwahrscheinlich gut aussehenden Kirsch-Cola-Lammrips. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und wir starten mit unseren Lammrips. Das hier sind Lammrippchen vom Jura-Distellamm von Oberpfalz Beef. Da hatte ich vor kurzem auch schon eine Lammkeule her. Das war sehr gute Qualität, hat mir gut gefallen. Wenn ihr das Video zur Lammkeule noch nicht kennt, verlinke ich euch das natürlich am Ende mal vom Video gerne. So, die kommt einvakuumiert in so Pergamentpapier oder Butcher Paper wahrscheinlich, wie das heißt. Das ist so Wachspapier. Das sorgt dafür, dass beim Einvakuumieren die Knochen den Beutel nicht kaputt machen. Man merkt es, man hat eine coole Fleischauflage und ein herrliches Stück Rippchen. Und jetzt starten wir mal, indem wir die Silberhaut entfernen. Hierzu einfach mit dem Löffel zwischen den Rippchen durchfahren, einmal hochheben und das abziehen. Man sieht, es hat fast geklappt. Noch zweimal gerupft an der einen Seite und einmal an der anderen Seite. Und schon ist die Silberhaut unten. Als Gewürzmischung kommt heute der Kirsch-Cola-Rub von der Spice Bar zum Einsatz. Das sind ja auch die 0815 Barbecue-Gewürze mischen. Der Kirsch-Cola-Rub ist etwas, da haben sie ein bisschen länger dran gefeilt. Jetzt ist es endlich fertig. Ja, ich finde es ganz geil. Die Mischung hat allerdings ein bisschen Zimt drin. Das hat zur Folge, dass ich bei meiner Würzung etwas verhaltener vorgehe, als ich das vielleicht sonst mache. Wobei auch sonst bei den Spice Bar-Gewürzen gesagt sein sollte, dass die sehr intensiv vom Geschmack sind. Also man muss jetzt hier nicht 5 Kilo Rub draufhauen, sondern so gut bestreuen, dass es gerade so gut bedeckt ist. Natürlich machen wir das Ganze von beiden Seiten und einfach ein bisschen kurz einreiben. Ich habe vorher ein bisschen Olivenöl drauf geträufelt, dass der Rub auch so haftet. Und dann das Ganze einmal umdrehen und dann die gleiche Aktion auch von der zweiten Seite. Mengenangaben und nützliche Links für Tipps und Tricks findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Dort findet ihr im Übrigen auch den Link zu meinem Instagram und zu meinem Facebook-Profil. Bei Facebook bin ich kurz vor 100.000 Gefällt-mir-Angaben. Wer also da noch kein Fan ist, sollte das unbedingt nachholen. So, wir sind dann soweit. Wir haben die Lammrippchen, diesen ordentlichen Strang, gerubbt mit dem Rub und etwas Öl eingeschmiert. Normalerweise würde ich jetzt sagen, 2, 3, 4 Stunden in die Kühlung einmal durchziehen, aber heute ist nur wenig Zeit, deshalb hauen wir das Ding unmittelbar auf den Grill. Der Prolking Keck ist vorbereitet in direkte Hitze. Ihr seht es schon, es raucht leicht. Wir räuchern heute mit Kirschholz, weil es so gut dazu passt. Deckel schließen und ja, ich bin kein Fan mehr so richtig von 3, 2, 1. Ich habe demnächst noch ein paar andere Rippchenideen für euch, aber in dem Fall werden diese Rippchen einfach 5 Stunden am Stück bei 110 Grad geräuchert. In der Zwischenzeit habe ich die Kirschglasur abgefüllt vom Hauptstadtgriller, auch verfeinert mittlerweile mit den Gewürzen der Spice Bar. Coole Kooperation an der Stelle. Und jetzt bepinseln wir unsere Rippchen mit der Kirschglasur. Nach gut und gerne einer weiteren halben Stunde bis dreiviertel Stunde auf dem Grill sind die Rips dann fertig. Die Soße hat noch etwas karamellisiert, die Farbe ist etwas dunkler. Und dann wollen wir mal gucken, wie sie schmecken. So, das sieht auch schon ganz brauchbar aus. Wie gesagt, ich mag es mittlerweile nicht mehr, wenn die so total durchgeweicht sind. Man kann das Fleisch und den Knochen so abziehen, hat aber trotzdem noch etwas Biss am Fleisch.
Das sind für mich die perfekten Rippchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal nachgrillt. Für eine Bewertung bedanke ich mich auch ganz herzlich. Also einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Erlaubt mir am Ende noch einen Hinweis in eigener Sache. Ich habe im letzten Jahr, wie die meisten von euch vielleicht wissen, sehr viel mit dem amerikanischen Medienunternehmen Thrillist zusammengearbeitet. Auch diese haben jetzt einen neuen YouTube-Kanal, in dem sie mit Videos durchstarten. Diese Videos finde ich ganz gelungen. Tut mir noch einen Gefallen, schaut mal vorbei, hinterlasst einen Kommentar oder Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.